GZSZ Spoiler, OP-Schock. Lilly schwebt in Lebensgefahr. Das war passiert, Lilly klagt schon längere Zeit über Bauchschmerzen. Nun ist klar, was die Ursache dafür ist, eine Zyste an der Niere. Diese muss dringend operativ entfernt werden. Dafür soll der von Professor Degenhardt gelobte neue OP-Roboter eingesetzt und von Nazan gesteuert werden. Das bereitet der jungen Ärztin zunächst aus anderen Gründen Bauchschmerzen. Zuvor gab es mit der Technologie bereits erste Komplikationen. Degenhardt hingegen ließ sich nicht beirren und wischte die Bedenken weg. Es habe sich nur um menschliches Versagen gehandelt. Auch Lilly ist von der Idee zunächst nicht begeistert. Wir erinnern uns, Degenhardt feuerte sie fristlos unter einem Vorwand, um die moderne Maschine finanzieren zu können. Das sorgte zwischen Lilly und Nazan für Spannungen. Während die gläubige Muslimin von Degenhardt im Grunde befördert wurde und sie nun den Karriereturbo einlegt, ist Lillys Fortkommen als Ärztin zunächst auf Eis gelegt. Dennoch versöhnen sich die beiden Frauen wieder. Als der große Tag kommt, macht sich Nazan mit höchster Konzentration an die Arbeit, wie ein RTL-Vorschauvideo zeigt. Die motorisierten Arme des Roboters surren gleichmäßig. Da ist die Niere und hier die Zyste, erklärt die junge Ärztin, klar erkennbar. Nach wenigen Momenten und Kontrolle der Bildschirme scheint alles sicher zu sein und Nazan will beginnen. Ich setze jetzt den ersten Schnitt. Plötzlich ertönt ein warnendes Piepen, das Display flackert auf. Was ist los? Wundert sich Nazan. Was ist das? Auch das anwesende medizinische Personal ist zunächst ratlos. Lillys Puls liegt bei 160 und steigt weiter. Hat der Roboter etwa noch den Schnitt gesetzt? Fragt eine sichtlich beunruhigte Nazan. Dann sinkt plötzlich Lillys Blutdruck. Eine innere Blutung, diagnostiziert die junge Ärztin. Nazan reagiert blitzschnell, ich gehe per Hand rein, sonst verblutet sie.